Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Ich kann meine Waffe nicht holen. Wird diese Anlage hiermit unter die Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt? Wer ist der zuständige Leiter hier? Treten Sie vor und übergeben Sie mir sofort das gesamte Material des Projekts. Das ist kaum möglich. Das ist ein privates Projekt. Außerhalb der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das... Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen, die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Colonel, Sie sind doch Colonel. Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Colonel, ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Colonel. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Meine Geduld findet langsam ein Ende. Es wird nur noch einen Moment dauern. Weg. Schnell weg! Nein. James. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. James. Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich, damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden, sonst ist ihr Vater umsonst gestorben. Jetzt kann keiner mehr etwas für ihn tun. Die Strahlenbelastung da drin ist tödlich. Sie würden mit ihm sterben. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort! Vor vielen Jahren haben wir einmal einen alten, verlassenen Tunnel als Fluchtweg benutzt. Der müsste leicht zu finden sein. Wir müssen... Ich versuche jetzt irgendwie noch den Loot zu bekommen. Man kann das irgendwie machen. Aber ich weiß nicht genau wie. Ja. Unser Vater ist tot. Er hat sich geopfert. Ich weiß nicht mehr, wie man da dran kam. Man kommt da irgendwie dran. Weil es gibt so eine Sache, und zwar dieser Typ, sage ich mal, der Colonel, hat eine legendäre Waffe in seinem Inventar. Die würde ich mir gerne holen. Und das ist ein bisschen schwierig, da dran zu kommen. Ich kann es leider nicht öffnen. Ich komme leider nicht da dran. Ich müsste den irgendwie... Ja. Kann ich zum Beispiel an die Enklave-Rüstung kommen? Nee. Nee, komme ich nicht so dran, ne?
Ich möchte an diese Rüstung kommen. Na, ich probiere es jetzt mit Granaten. Da, warte. Du suchst einen Papa. Papas Ödland-Outfit. Ihn habe ich schon mal. Das ist halt dieser Trick. Da kommt man... Man kommt halt manchmal an diese Sachen noch ran. Da liegt der Colonel. Da muss ich dran. Fuck. Von oben vielleicht. Oh. Ja, aber gut. Ja, aber gut. Ja, sehr gut. Das müsste es reichen. Da, Colonel Autumn. Colonel Autumns 10mm Pistole und seine Uniform. Ah, ich habe sie gelootet. Warte, kriege ich die auch noch gelootet? Ja, jetzt habe ich nämlich eine geile 10mm Pistole. Die ist halt, ja, die ist halt crazy. Macht halt mehr Damage, aber 12 Schaden im Gegensatz zu 7. Ja, kann man nur machen. Können auch zum Uniform, ja. Energiewaffen, kleine Waffen. Ist schon cool, dass wir das bekommen haben. Weil das habe ich noch nie so gemacht. Und ja, man kann es halt ein bisschen cheaten. Was ich aber gut finde, ist hier diese Enklave-Rüstung kriege ich vielleicht auch noch irgendwie. Ich bin zu weit runter gesaust. Ich muss hier oben drauf stehen. Ja, und dann darüber. Nein, 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 nein. Höher, 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 höher. Das ist halt ein bisschen tricky, an die Sachen zu kommen. Nein! Nee, von hier geht das nicht. Ich sag ja, das ist nicht ganz easy. Da war's. Ja. Yeah. Baurüstung der Enklave, okay. Brauche ich jetzt nicht. Aber ich habe sie gelootet bekommen. Und wir haben noch natürlich ein weiteres Plasmagewehr bekommen. Oh, das ist übrigens, Plasmagewehr ist übrigens sau wertvoll. Wir haben noch 2 Granaten. Ah, an die andere Rüstung komme ich auch, aber an die Lady komme ich hier nicht. Da komme ich nicht dran. Na? Na, Schnucki? Komme ich nicht dran. Das sieht immer so komisch aus, aber es ist halt, um da dran zu kommen, muss man halt tricksen. Und man kann das halt mit Granaten, kann man das halt, ja, ändern. So. Ich müsste einmal hier um das ganze Ding rumlaufen, um an den zweites, um dann das zweite Plasmagewehr zu kommen. Weil ich habe natürlich lieber 2 Plasmagewehre dabei, ne? So. Also man kann nämlich auch hier
Scheiße. Aber vielleicht komme ich auch so dran. Ich muss nur wissen, wo der liegt. Manchmal kann man nämlich durch die Wand so greifen. Was nicht, liegt der hier? Hier, ne? Ne? Hier liegt er. Ja. Ja! Woohoo! Alle gelootet! Alle gelootet bekommen. So muss es sein. Ja, wie gesagt, die Rüstung bleibt halt hier. Ich habe noch 6 Gewicht. Kann ich die noch irgendwie woanders verballern? Weil das Plasmagewehr möchte ich jetzt natürlich nicht reparieren oder so. Möchte ich natürlich schon gern behalten. Ja, wir können die wegschmeißen. Sonst habe ich nichts. Nein, ich muss irgendwas wegtun. Die Tesla-Rüstung behalte ich auf jeden Fall. Das Lasergel kann ich nicht ablegen. Hammerflinte. Scheiße. Ich habe auch nichts mehr, was ich hier ablegen könnte. Selbst wenn ich was ablegen würde. Aber ich habe halt zu viel dabei. Wenn ich jetzt so diese... Fuck. Das kann nicht wahr sein, ne, dass ich gerade... Okay, ich muss die Magnum vielleicht... Ich will die nicht reparieren. So, wo ist die Magnum? Da. Y. Ich hole die mit. Wir werden das irgendwie hinbekommen. Welche Seite? Diese Seite. Das war die falsche Seite. Na toll. Hier muss man rein, glaube ich. Okay, weißt du was? Komm. Sonst sind wir hier rum am Eiern. Ich wollte die eigentlich nicht reparieren, aber naja, was soll's. Wir sind ja keine mehr, ne? Ja. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben den ganzen Scheiß bekommen. Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Wohin jetzt? Dieser Tunnel führt in die Zitadelle. Die Festung der Stählernen Bruderschaft. Dort sind wir wahrscheinlich in Sicherheit, falls wir es schaffen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf wir da vorne stoßen werden. Diese Tunnels werden schon lange nicht mehr benutzt. Aber wir können nicht hierbleiben. Die Enklave wird uns irgendwann finden. Wir müssen weiter. Okay. Wir müssen zusammenbleiben und zusehen, den Tunnel so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Mhm. Wir sind erst sicher, wenn wir das andere Ende erreicht haben. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Wir bleiben dicht hinter Ihnen. Okay. Hallo. Das Problem ist, hier werden wahrscheinlich auch schon Gegner sein. Nicht so nah ran. Ich darf nichts mehr aufsammeln, nichts mehr looten, gar nichts mehr. Ich bin so überlastet mit Waffen und alles. Halt Metall! Nein! Ich kann es nicht mitnehmen! Ah, es tut so weh, aber naja, es geht nicht. So, du Arsch. Das Problem ist, ich war hier noch nie. Ich weiß selber nicht, wo wir hingehen. Hallo Amerika! Hier spricht John Henry Eaton. Ihr Präsident, es gibt die wir mit einer Die Enklave ist zurück in Amerika. Ja. Okay, right away. Right away nehme ich mit. Ja, ich verstrahle die erstmal ein bisschen, die Leute. Wie sieht's mit der lokalen Karte aus? Okay. Ich weiß nicht, wo der andere Weg hinführte. Scheiße.
Da oben zum Beispiel, weißt du? Colonel Augustus Autumn ist tot. Es gab hier noch einen Weg. Hier hätte ich zuerst hingehen sollen. Ach, hier ging es nicht weiter. Ich darf nicht mal Food mitnehmen. Ich darf nichts mitnehmen. Nichts. Deswegen muss ich auch mit dieser Waffe spielen, damit wir die dann auch später reparieren können. Hier kann man übrigens pennen, ne? Ja, ja. Da war eine Nuka-Cola. Zusammen werden wir den Ruhm dieser Stadt. Vorne ist eine geschlossene Tür. Ich kann sie zwar öffnen, aber das wird einige Zeit dauern. Ah, die kommen von hinten. Ach so. Hoffentlich geht das gut. Diese Pistole darf ich nicht mitnehmen, darf ich nicht mitnehmen, darf ich nicht mitnehmen. Wo ist der andere? Hä? Ach, der ist hier geschleimt, ne? Lasergewehr nehme ich mit. Weil das kann ich reparieren. Lasergewehr ist sehr wertvoll, deswegen nehme ich das mit. Nein, jetzt haben wir ein Gewicht mehr durch diese, aber egal, wir haben jetzt 8 Gewicht wieder Bonus. Tür, kein Zugang. Was? Ich kann nicht da rein? Wie mies. Oh Leute, hier liegt nur ein chinesisches Sturmgewehr. Alles klar. Zuckerbomben. Chinesischer Kommandohut. What the fuck? Ich muss meinen Xualong reparieren damit. Genau, das geht. Das chinesische Buch kann ich lesen. Schleichen erhöht. Dann kann ich die Laserpistole mal mitnehmen. Ich kann nicht da hoch. Ernsthaft? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht! Das kann nicht sein. Es muss eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Ah, warte, hier. Hier geht's. Ja? Nein. Nein, 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 nein. Ah. Muss nur richtig... Manchmal springt der halt nicht, wenn man sich bewegt. Guck, jetzt habe ich schon wieder springen gedrückt. Speichern noch mal. Nein! Nicht hoch, ne? Doch! Ich hab's geschafft. Tesla-Rüstung repariere ich sehr gerne.
Und noch eine Tesla-Rüstung. Kann ich sehr gut reparieren. Oh, geil, dass wir es hier hochgeschafft haben. Boah, wir haben jetzt eine voll reparierte Tesla-Rüstung. Oh. Yeah, baby. So, dann haben wir noch die Plasma-Gewehre. Die kann ich auf jeden Fall miteinander reparieren. Dann kann ich noch die theoretisch die Laserpistole ablegen, aber das bringt mir nichts. Ich habe noch Insta-Püree. Okay, Zuckerbomben kann ich auch noch ablegen. Komm, scheiß drauf, essen wir die einfach. Hier ist nichts mehr. Laserpistole, das sind noch drei, jetzt noch zwei Gewicht. Zwei fucking Gewicht, Alter. Machen wir es so. Kann ich die Laserpistole doch wieder mitnehmen. So, kommt ihr mit? Also ich bin hier fertig. Ich kann hier rausgehen. Lol, öffnen Leiter. Ist schon witzig, ich kann hier theoretisch einfach abhauen. Sonst ist hier nichts. Ah, da ist noch eine Tür. Die sieht aber sehr fail-texturiert aus. Tür nach Taft-Tunnel. Hier war ich halt noch nie, ne? So, hier hätten die uns nämlich überfallen. Höllenfeuerrüstung, sehr gut. Sehr, sehr gut. Höllenfeuerrüstung habe ich auch noch nicht. Und nochmal ein Laserpistole reparieren. Und nochmal das Plasmagewehr. So. So, hier hätten die uns nämlich überfallen. Und hier kommt man nur durch diesen Secret-Gang halt hin. Und ich gehe jetzt extra auch hierhin zurück, weil die warten ja. Also die sind ja hier schon durchgegangen, so gesehen. Und hier. Genau deswegen. Die so weglaufen, kein Wunder. Du musst auf mich warten. Kann ich die Kronkorkenbiene noch mitnehmen? Ja, nice. Haarklammern nehme ich mit. Noch mehr Haarklammern. Ja, gut. Jet. Motorradbrille. Nudelholz? Interessiert mich alles nicht. Ich muss leider dieses Radio deaktivieren. So, hier, jetzt sind wir von unten. Und es ist an der Zeit zu reden. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden. Wir können nicht weitergehen. Wir müssen. Gaza hat einen Herzfehler. Er braucht Arznei, sonst. Ich habe nicht genug medizinische Vorräte bei. Ja, hier. Vielleicht sollten wir ihn einfach zurücklassen. Ja, das sollte genügen. Danke. Gaza und sein Herzfehler. Okay, haben wir geklärt. So, hier wären wir jetzt hier oben. Hätten die uns angegriffen. Aber da wir geil sind, sind wir halt geil, ne? Und wir haben dich einfach schon gekillt. So, hier gibt es auch diesen legendären Augenbotthelm. Der ist, auch eine legendäre, ja, Sache. Wir sind drei Gewicht zu viel, das heißt, die Laserpistole kommt jetzt doch weg.
Kann sich einer von denen. Hat der gerade. Hey, der hat einfach gerade mal fett so ein Vieh weggehauen. Alles klar. Also, das Vieh hat den Tesla-Typen weggehauen. Okay, wenn jemand noch eine Tesla-Rüstung will, hier bitte. Ich kann die nicht mitnehmen. Gönnt euch die Tesla-Rüstung. Dass die den einfach weggehauen haben. Hier war der Soldat. Hey, aufhören! Was? Gas, halt die Schnauze. Sei froh, dass ich dich nicht zurückgelassen habe. Right away. Jet nehmen wir auch noch mit. Dann hier haben wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Geil. Wasser kann ich leider nicht mitnehmen. Wenn man das halt alles kennt und sich darauf vorbereiten kann, ist das halt nice, ne? Können wir mal speichern. Kronkorken nehme ich mit. Quantum! Okay, die muss ich mitnehmen. Leguan am Stiel kann ich noch essen. Sehr gut. Radix nehme ich auch noch mit. Oh yeah. Kronkorken. Verschlossen schwer. Okay, Sturmgewehr kann ich nicht mitnehmen. Tschüss. Ich sag ja, dieses Gewehr ist so geil. Wegen der Crit-Chance ist es so geil. Oh mein Gott. Plündern doch wilder Ghoul. Oh ja, komm, töt ihn! Ja! Und wie viel XP gibt er? 70? Boah, 62. Ja, plündernder wilder Ghoul, wie gesagt. Sehr heftige Gegner. Aber mit dem Plasma-Gewehr geht das halt so viel einfacher als mit irgendeinem anderen Ding. So, na? Da unten ist nichts mehr, ne? Nee. Alle leben noch, zum Glück. Die Munikiste hätte ich natürlich gerne. Easy peasy. Oh, alles geklärt. Jetzt können wir hier reingehen.
schießen. Sehr gut. Und stirb. Meine XP. Sehr gut. Meine XP, meine XP, meine XP, meine XP. Zum Glück hat es funktioniert. Ich muss es hier lassen. Ich kann keine Stange Zigaretten mitnehmen. So, Bruderschaft, hallo. Danke. Danke. Anke, danke. 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 Danke, danke. Danke, danke. Die Pistole wollte ich nicht haben. Ja, ich bin halt super überlastet. Ich muss halt auf jedes kleine Gewicht achten. Das ist wie wenn ich eine Diät machen müsste. Ich darf halt nichts mitnehmen. Obwohl ich die ganze Zeit was mitnehme. Hey. Jet nehme ich noch mit. Medics nehme ich auch noch mit. Wodka kann ich nicht mitnehmen. Es tut so weh. So. Ich habe keinen Plan, wo wir sind. Ach, wir sind hier direkt an der Zitadelle. Ja, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.